Na hey, Schorsch, Leute, und willkommen zu dem Weihnachtsvideo dieses Jahres 2019. In dem Sinne, euch ein frohes Fest, auch wenn es mittlerweile der zweite Weihnachtstag ist. Und ich, ich war an Heiligabend, musste ich arbeiten und war zu faul und zu kaputt, noch irgendwas zu machen. Und gestern hatte ich realisiert, dass meine Kamera keinen Akku mehr hatte. Ergo, ne, alles wie es ist, wie es ist. Der Schorschmann fuckt mal wieder ab, so ist es nun mal. Auf jeden Fall, ich wollte es mir wie jedes Jahr nicht nehmen lassen, euch ein kleines Weihnachtsvideo hier aufzunehmen. Heute mal nicht von meiner Couch, sondern von meinem Bett oder von meinem Stuhl aus, sondern von meinem Bett mit meinem neuen grandiosen Wandteppich. This shit's lit, by the way. Ich liebe es, also von daher super geiler Shit, das war eine super Idee. Und möchte mal wieder mit euch das Jahr so ein bisschen Revue passieren lassen, was los war, wieso, weshalb, auch halbwegs sterben an seiner eigenen Spucke. Das ist der Weg des Shows. In dem Sinne, was war dieses Jahr so großartig? Was war 2019? Ich habe jetzt wieder einen neuen Job, falls für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben über das gesamte Jahr und sich gewundert haben, wieso ich dieses Jahr vielleicht nur 20 Videos oder überhaupt hochgeladen habe. Könnte daher kommen. Nee, ich habe mich denn, ich musste mich entscheiden, so nach dem Motto, entweder du streamst mehr, wenn du Freizeit hast, oder du machst YouTube. Und da habe ich mir gesagt, Gott, du machst definitiv Twitch. Das ist keine schwere Entscheidung. By the way, wenn ihr vorbeischauen wollt, ich streame heute Pokémon Schild. Das geht heute so zwischen 13 und 14 Uhr los. Ich hoffe, ich schaffe das noch irgendwie. Es ist jetzt gerade 10:30, also von daher. Schaut im Stream vorbei, wir streamen heute Pokémon Schild. Als kleines Community-Weihnachtsgeschenk habe ich mir das gedacht. Dürfte das ein Projekt sein, was euch eventuell gefallen dürfte. Weil da wollte ich sowieso ein bisschen mit warten, bis der Hype ein bisschen runtergetont ist, so dass man da nicht, dass man so sein eigenes Ding dabei haben darf. In dem Punkt, ich habe mir gesagt, ich stream lieber mehr, weil es ist einfach schöner. Es ist dieser direkte Kontakt mit den Zuschauern, was du hier auf YouTube nicht hast. Weil ihr müsst euch vorstellen, ich nehme dieses Video jetzt auf, da muss es erst gerendert werden und dann hochgeladen. Ich muss noch ein Thumbnail machen. In der Zwischenzeit, ne, fehlt diese gesamte Interaktion. Und im Grunde sitze ich hier und rede mit einer Kamera. Was objektiv betrachtet verdammt stupid ist. Aber so ist das nun mal. So ist es nun mal, ne? So haben wir es nun mal gesagt. In dem Punkt habe ich mich jetzt dieses Jahr dafür entschlossen, mich mehr auf Twitch zu konzentrieren als auf YouTube an sich. Was eine Entscheidung ist, die ich nicht bereue, weil es macht immer noch mehr Spaß als alles andere. In dem Sinne, falls ihr bei den Streams mal vorbeischauen wollt, ich plug die immer hier quasi auf YouTube noch an. Aber ich plug sie auch auf Twitter at Shazo1305 und zu finden auf Twitch bin ich sonst twitch.tv/Mr. Schorschmann. Der einzig wahre mit dem komischen Saints Row Gesicht Dinge tun. Shit's fun. Was ist sonst noch passiert, außer dass meine Arbeit jetzt so ab der Hälfte des Jahres immer mehr meiner Zeit beansprucht hat, weil wir sind unterbesetzt. Wer bekommt zu nichts und am Ende arbeitet eine Teilzeitkraft so viel wie eine Vollzeitkraft. Ergo, hab nicht so viel Zeit leider. Und ich würde gern mehr machen, aber kann nicht. Das ist so, ne, du kommst von der Arbeit nach Hause und magst einfach nicht mehr. Und meine Haare genauso, die sind schon wieder zu lang. Von dem Punkt her tut es mir leid, dass Streams so selten geworden sind und YouTube-Content noch seltener. Aber das ist das ist leider so, wenn man nebenbei noch arbeitet und nicht die Zeit dafür hat, beziehungsweise immer nur Spätschicht hat und nach Hause kommt und einfach sich nur noch ins Bett jeten möchte. Das ist so, ne, so ist es halt nun mal. Aber ich denke mal, das wird jetzt ab nächsten Jahr auch wieder ein bisschen besser. Ich gehe da mit relativ positivem Mindset an die ganze Sache ran. Aber wir werden schauen. Wir werden mal sehen, wie das ist. Ich werde auf jeden Fall wieder mehr streamen und mehr Dinge tun. Dann, was ich auch unbedingt weitermachen möchte, das ist auch so eine Sache, das habe ich immer auf Facebook nur... Facebook? Who the fuck uses Facebook? Auf Twitter habe ich das immer sehr mal angezeigt, von wegen, dass ich mein Tattoo weitermachen möchte. Ich habe ja mir Mitte dieses Jahres habe ich mir mein erstes Tattoo stechen lassen und I still fucking love it. Das ist, ein bisschen Yakuza-influenced, könnte man sagen. Aber
Ich möchte das auf jeden Fall weiterziehen. Das geht denn nachher noch hier so über meinen Nacken und soll denn nachher auf dem Arm noch weitergehen. Und noch, ich habe da noch mehr Ideen mittlerweile. Mein Tätowierer ist da genauso. Der kommt dann immer mit spontanen Ideen, wo am Ende total geil aussehen. Deswegen, ich bin stolz drauf, das so zu tragen und ich find's toll. Und es stimmt, was Leute gesagt haben. Wenn du einmal mit Tätowieren anfängst, möchtest du nicht wieder aufhören. Das ist irgendwie eine Sucht. Eine ganz merkwürdige, abgefuckte Sucht. Aber, wo wir gerade bei Tattoos sind, das ist eine Sache, die kann ich auch einmal kurz ansprechen. Ich habe mir Instagram zugelegt. Ja, ich weiß, der Schoschmann legt sich Instagram zu. Wie kommt das denn? Was ist das denn für eine komische Welt? Es liegt daran, ich habe jetzt, seitdem ich arbeite, habe ich ein bisschen was an Gewicht verloren. Mag man vielleicht nicht sehen, aber es ist so. Mein Gürtel sagt dasselbe. Zu Anfang habe ich mal gesagt, so, ach, das ist meine Mutter, die sagt, die muss das sagen, das ist Mutter-Talk. Aber mein Gürtel hat dann schon eher recht. Wenn er auf einmal sagt so, Digga, ich rutsch immer noch, mach mal hin, dann ne, stimmt das schon eher. Von daher, dadurch fühlt man sich ein bisschen selbstbewusster, ein bisschen selbstsicherer und möchte dann doch mehr an Selfies machen und all so ein Blödsinn. Außerdem habe ich überlegt, ich möchte wieder mit FF14 anfangen. Eventuell, muss ich mal schauen, so als Ausgleich so ein bisschen. Und dass ich denn, weil mir jetzt mal zu viel Spaß gemacht, einfach hier Fotos zu machen in diesem Spiel. Das ist so ein Guilty Pleasure irgendwie. Und Instagram ist da eine super Seite für, habe ich mir gedacht. Und jetzt habe ich da schon so ein paar Bilder mal drauf und ja, ist ganz witzig. Ich glaube, das nutzen wir weiter, auch wenn ich keine Ahnung habe, wieso Instagram jedes Mal mein gesamtes Phone crasht, wenn ich es einmal benutzt habe. I mean, no fucking shit. Ich habe Instagram an, mach den Sperrbildschirm an, wenn alles aus ist. Ich habe Instagram auch geschlossen und beendet und alles, hast du nicht gesehen. Mach den Sperrbildschirm an, will wieder entsperren und mein Code funktioniert nicht mehr und ich muss mein Handy neu starten. Fragt mich nie, warum. Falls da wer eine Antwort hat, bin offen für alles. Ja, aber das war im Grunde so das Gröbste vom Jahr. Ich habe ein Tattoo, ich habe wieder viel Arbeit am Hals. Aber die Arbeit macht Spaß. Ich habe vor allem in diesem einen Jahr, müsst ihr euch vorstellen, in diesem einen Jahr habe ich mehr Verantwortung bekommen und zugewiesen bekommen, als ich in meinen 6 Jahren im Einzelhandel bekommen habe. Und allein das ist schon irgendwie ein gutes Gefühl. Es ist fucking anstrengend, ja, aber es ist auch ein saugutes Gefühl zu wissen, dass der Chef zu dir geht mit Sachen und sagt so, ja, dem vertraue ich das an, der kann das, der schafft das, der schmeißt den Laden. Und ich denke mir so, Digga, du hast den Scheiß nicht gelernt. Du hast Einzelhandel gelernt, das ist was anderes. Das ist was komplett anderes. Und wenn der Chef zu dir kommt und sagt so, ja, du machst das schon, du kriegst das hin und dann tatsächlich du das hinkriegst und er sagt so, ja, das hast du gut gemacht, dann denke ich mir so, ja, wow, das ist, dann kommt dieser innere Owen Wilson in dir hoch und denkst dir so, wow. Aber ja, das war's schon von mir. Ich muss hier noch, das Ganze muss hier noch fertig gemacht werden heute, bevor ich dann nachher anfange, Pokémon Schild zu streamen. Wie gesagt, schaut vorbei, wenn ihr Bock drauf habt. Ich habe da auf jeden Fall Bock drauf, weil ich habe mir sie gestern noch geholt und ist auch runtergeladen und huiuiui und geteasert und scheinbar auf Twitter ist schon sehr, sehr Hype drauf. Von daher, euch noch einen schönen restlichen zweiten Weihnachtstag und wir sehen uns dann hoffentlich im Stream oder sonst wo. Irgendwo. Bis dahin. Ciao, Leute.